Heute stehe ich hier, weil ich dir 4 Schlüssel an die Hand geben möchte, mit denen du die Türen zu deinem selbstbestimmten Leben aufschließen kannst. Dafür lade ich dich ein, dir den Helden-Key vorzustellen. Helden werden geboren. Egal wo. Danke, dass du mir jetzt zuhörst. Stell dir vor, es ist früh am Morgen. Du liegst mit geschlossenen Augen in deinem Bett. Allein. Du nimmst ein Geräusch wahr. Es ist noch leise, sodass du nicht genau sagen kannst, was es genau ist. Doch mit der Zeit wird es immer aufdringlicher und es vermischt sich mit dem Vibrieren auf einer Holzoberfläche. Langsam wird dir klar, dass es sich um deinen Wecker handelt. Du hast extra diesen ekligen Ton eingestellt, der sich anhört, als würde jemand mit einer Gabel über den Teller kratzen, damit du sicher sein kannst, dass du jeden Morgen aufstehst. Du öffnest deine Augen und starrst teilnahmslos an die Decke. Du willst, dass dein verdammter Wecker verstummt, denn mit jedem Mal stellt es dir sämtliche Haare auf. Du konzentrierst dich. Wie ein Kleinkind, das seine ersten Schritte machen will, willst du deinem Nachttisch greifen und auf die Stopptaste hämmern. Doch du hast keine Kontrolle über deinen Körper. Du bist wie paralysiert. Und als wäre das noch nicht genug, hörst du plötzlich wieder dieses Gelächter der anderen, als du ihnen von deinen Träumen erzählt hast. Irgendwann hörst du auch Stimmen, die immer lauter werden und du willst nur, dass sie still sind. Also fängst du an, die weißen Holzpaneele an deiner Decke zu zählen. 1, 2, 3. Doch weiter kommst du nicht. Also fängst du wieder von vorne an. Du versuchst es wieder und wieder, doch auch dein Verstand lässt dich nun im Stich und so bleibt dir nichts anderes übrig, als den Lärm zu ertragen und du lauschst den Stimmen, die dir verletzende Dinge an den Kopf werfen. Unzählige Tränen laufen dir über das Gesicht. Du fühlst dich schutzlos ausgeliefert und dir wird klar, dass du es heute nicht schaffen wirst, aufzustehen. Ich bin Kerstin Gruchaller und ich weiß nicht, wie lange ich an diesem Tag in meinem Bett lag und auch nicht, wie ich es geschafft habe, aufzustehen. Ich weiß nur, dass direkt über mir eine pechschwarze Gewitterwolke hing, auf der Dick- und Fettdepression stand. Und sie drohte sich mit aller Kraft zu entladen. Zu dieser Zeit hatte ich bereits knapp 5 Jahre eine Dreifachbelastung auf meinen Schultern. Ich war im Vertrieb eines internationalen IT-Konzerns mit einem Jahresumsatz von rund 10 Milliarden Euro tätig und trug Verantwortung für hohe zweistellige Millionenumsätze pro Jahr. Nebenher habe ich studiert und als Dozentin gearbeitet, wo ich bis heute rund 1000 Nachwuchsführungskräfte in den Bereichen Marketing und Personal Development ausgebildet habe. Und trotz allem war ich für mein Umfeld nie richtig. Ich wurde belächelt, kritisiert und von ihren Erwartungen an mich erdrückt. Und so wurde ich im April 2017 an mein Bett gefesselt. Doch an diesem Tag habe ich auch eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung, endlich selbstbestimmt mein Leben zu leben. Egal, was die anderen dazu sagen. Und heute stehe ich hier, weil ich dir 4 Schlüssel an die Hand geben möchte, mit denen du die Türen zu deinem selbstbestimmten Leben aufschließen kannst. Dafür lade ich dich ein, die kommenden 14 Minuten mit mir zu verbringen und dir den Helden-Key vorzustellen. Als ich vor mehr als 3 Jahren dieses Schlüsselerlebnis hatte, wusste ich zwar, dass es Zeit war, etwas zu verändern. Doch ich hatte keine Ahnung wie. Bis ich auf ein Buch gestoßen bin. 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, von Bronnie Ware, die 8 Jahre lang Menschen auf ihrer letzten Reise begleitete. In diesem Buch hat sie festgehalten, was in den Augen Todkranker am Ende wirklich zählt. Und eines der Versäumnisse und auch das, was mich letztendlich dazu gebracht hat, endlich mein Leben in die Hand zu nehmen, war, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarten. Ich traf die Entscheidung. Wenn meine Zeit hier auf Erden abgelaufen ist, werde ich diesen Satz garantiert nicht sagen. Ich werde nichts bereuen und stattdessen mein Leben gelebt haben. Und das kannst du auch. Doch das erfordert Mut. Mut, aus gewohnten Mustern auszubrechen, zu sich selbst zu stehen, Mut zur Veränderung. Aber genau damit haben Menschen so häufig ihre Probleme. Du kennst sicher das Sprichwort: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Gewohnheiten und Routinen machen uns das Leben leichter und bequemer. Oh,
Veränderung? Wozu? Mein Leben ist doch perfekt. Mich nervt zwar mein Job, mein Partner, meine Umgebung, mein Nikotinverbrauch, meine Süßigkeiten, meine Faulheit, meine Unsportlichkeit, mein Kontostand, mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Oh, okay. Vielleicht ist doch nicht alles so perfekt und vielleicht sollte ich doch irgendetwas ändern, aber nicht heute und auch nicht morgen. Aber wann dann? Ah, Silvester. Ja, da nehme ich mir vor, etwas zu verändern. Hm. Nur geht aus einer amerikanischen Studie der Opinion Corporation of Princeton hervor, dass nur knapp die Hälfte der befragten Personen sich zu Silvester gute Vorsätze fassen. Und davon erreichen lediglich 8% diese auch. Interessanterweise geht aus der Studie auch hervor, dass je unglücklicher ein Mensch ist, desto eher setzt er sich gute Vorsätze. Was vor allem für die These spricht, je größer der Leidensdruck, desto eher kommt ein Mensch in die Handlung. Aber musst du wirklich erst dann etwas verändern, wenn du dazu gezwungen wirst? Ich behaupte, du kannst dir viel Leid ersparen, wenn du bereits vorher deine Angst überwindest. Schau mal, du musst niemanden aus deinem Umfeld Rechenschaft dafür ablegen, warum du bestimmte Entscheidungen für dich triffst. Willst du am Ende deiner Tage wirklich bereuen, dass du nicht all die Dinge getan hast, die du immer tun wolltest? Oder willst du glücklich und zufrieden auf dein Leben zurückschauen und sagen, ja, ich habe gelebt. Wenn du dich für Variante 2 entscheidest, dann warte nicht länger. Sei mutig und triff die Entscheidung, der Held deiner eigenen Geschichte zu sein. Und dazu brauchst du Schlüssel Nummer 1, deinen Heldenmut. Und dieser, der wird dein Treiber sein. Aber du musst natürlich auch wissen, wie dein Leben aussehen soll. Aber auch das ist oft viel leichter gesagt als getan, denn es gibt so viele Variablen, die uns sprichwörtlich in die Wiege gelegt werden. Statistisch betrachtet werden pro Minute etwa 157 Babys weltweit geboren. Und für jedes einzelne von ihnen werden bereits bestimmte Rahmenbedingungen zurechtgelegt. In welche Familie wird es hineingeboren? Wo wird es aufwachsen? Welche Erziehung? Welche Freunde? Welche Schule? Arm, reich und so weiter. Aber egal wie unterschiedlich sie aufwachsen werden, sie alle verbindet eins. Die Fähigkeit, groß und unerschrocken zu träumen. Aber das Umfeld wird diese kleinen Wesen formen, prägen und leider viel zu häufig auch von ihrem innersten Ursprung trennen. Und viele werden sich anpassen. Warum ist das so? Ich habe keine wissenschaftlich fundierte Antwort darauf, aber ich glaube, es ist ein Grundbedürfnis, sich irgendwo dazugehörig zu fühlen. Jeder will doch gesehen, gemocht und akzeptiert werden. Und ich glaube, aufgrund dessen passen sich viele Menschen einfach an und leben dann ein Leben, das nicht ihren eigenen Vorstellungen entspricht. Charles Bukowski sagte einst, erinnerst du dich daran, wer du warst, bevor die Welt dir gesagt hat, wer du sein sollst? Wie ist es bei dir? Erinnerst du dich? Wenn deine Antwort Nein lautet, dann wird es Zeit, dass du dich erinnerst. Also träume wieder so groß und unerschrocken, wie du es als Kind getan hast. Egal, was die anderen dazu sagen. Denn Kritiker, die wird es immer geben. Und manche von ihnen sind laut und direkt, andere leiser und diskreter. Aber sie werden nie verschwinden. Und vor allem werden sie dir nicht die Antworten geben können, die für dich richtig sind. Denn die liegen einzig und allein hier, in dir. Also, kehre zurück zu deinem Ursprung und erkenne, wer du wirklich bist. Und wenn du mit Hilfe des zweiten Schlüssels, der Erkenntnis, deine Antworten gefunden hast, dann wirst du ein
magischen Moment erleben. Ein Moment, in dem du ganz plötzlich erstarrst. Aber im positiven Sinn. Denn plötzlich wird alles glasklar. Und ich garantiere dir, wenn deine Träume und deine Ziele im Einklang mit deinem Herzen stehen, dann wirst du mit federleichten Schritten für dein Leben vorangehen. So wie die Großmeister in dieser Disziplin, die Kinder es tagtäglich tun. Und jetzt würde ich dir gerne jemanden vorstellen. Das ist Henry, ein kleiner Held, der sich auf eine Abenteuerreise quer durch die Stadt der verlorenen Eigenschaften macht. Und eines Tages spielt Henry Fußball im Park und trifft dabei auf einen, sagen wir etwas, griesgrämigen älteren Herrn, der ihn sofort eindringlich belehrt und darüber aufklärt, dass Fußballspielen eines der gefährlichsten Dinge ist, die man machen kann. Denn es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten, sich und auch andere dabei zu verletzen. Und obwohl der Mann etwas einschüchternd wirkt, fragt Henry ihn, wie heißen Sie? Herr Optimismus. Was bedeutet Optimismus? Es bedeutet, dass man in allem das Gute sieht. Das passt aber irgendwie nicht zu Ihnen. Tja, Junge, Zeiten ändern sich. Weißt du, wenn einem das Leben böse mitspielt, dann verliert man halt irgendwann etwas. Und bei mir war es mein Optimismus. Ohne die Geschichte ganz erzählen zu wollen. Dieser Mann hier hat nicht nur seinen Optimismus verloren, sondern auch seine Leichtigkeit am Leben. Und vielleicht kennst du das von dir selbst oder Menschen aus deinem Umfeld. Im Laufe der Zeit erleben wir alle Rückschläge, machen schlechte Erfahrungen und vielleicht verlieren wir dadurch auch unsere Leichtigkeit am Leben, unser Warum, weswegen wir hier sind, unseren Sinn in dem, was wir tun. Aber dein Warum ist so unfassbar wichtig. Denn wenn du weißt, warum du hier bist, warum du tust, was du tust, dann wird auch die Leichtigkeit dein täglicher Begleiter sein, dein Motor, der dich antreibt. Und natürlich wirst du auf deiner Reise zum Ziel vor Herausforderungen gestellt. Aber wenn dein Warum stark genug ist, dann wirst du diese auch mit Leichtigkeit meistern. Denn du wirst Wege beschreiten, von denen du nicht ansatzweise gedacht hättest, dass sie existieren. Und Chancen erkennen, die du vorher keines Blickes gewürdigt hättest. Also, finde dein Warum und hol dir Schlüssel Nummer 3, die Leichtigkeit in dein Leben. Und irgendwann wirst du dann auf deine Reise zurückblicken und dankbar sein. Und an dieser Stelle möchte ich meine persönliche Geschichte mit dir teilen. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich mich endlich dazu entschlossen, meine Träume zu verwirklichen. Ich fühlte mich unbesiegbar und war überzeugt, dass 2020 das Jahr werden wird, das in meine persönliche Geschichte eingeht. Und das wird es auch. Nur nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Denn nur ein paar Wochen nach meinem Höhenflug kam der tiefe Fall. Ich sitze in einem Krankenhauszimmer, das mit medizinischen Geräten vollgestellt ist. Und ich halte die kalte, kraftlose Hand meines Vaters, der ganz zerbrechlich im Bett liegt. Ich sehe ihn an und denke an unsere gemeinsame, oft schwierige Zeit. Er war immer mein größter Kritiker und seine Stimme war eine von denen, die damals am lautesten in meinem Kopf schrie. Und doch spüre ich in diesem Moment auch diese ganz, ganz große Liebe, die uns trotz aller Konflikte immer verbunden hat. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Und ich spüre, wie mein Herz bricht. Plötzlich nimmt er seine Atemmaske ab und deutet mir an, näher zu kommen. Ich beuge mich zu ihm und er flüstert, ich bin stolz auf dich. Sein Tod Anfang des Jahres hat mich in ein tiefes Loch gestürzt. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich da je wieder rauskommen sollte. Geschweige denn, wie ich weiter an meinen Träumen arbeiten sollte. Doch mein Mentor sagte in dieser Zeit etwas zu mir, das ich nie mehr vergessen werde. Kerstin, das Leben gibt dir nicht, was du willst,
sondern das, was du brauchst. Und ich habe erkannt, dass mein Vater mir zum Abschied das größte Geschenk gemacht hat, das er mir je hätte machen können. Denn nach fast 30 Jahren hat er mir gezeigt, dass er an mich glaubt. Warum erzähle ich dir das? Weil du solche Momente kennst und weil es immer Momente geben wird, in denen das Leben dich in die Knie zwingt. Tod, Trauer, Trennung, Jobverlust, was auch immer es ist. Die Frage ist nur, was machst du draus? Betrachtest du das Leben als deinen Feind, der sich an deinem Leid ergötzt, oder als deinen Freund, der nur das Beste für dich will? Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass in allem, was dir widerfährt, ein Geschenk liegt. Du musst nur deine Sichtweise darauf ändern. Und natürlich ist es okay, wütend auf das Leben zu sein. Wahrscheinlich wärst du das auch auf deinem besten Freund, wenn er dir den Kopf wischt. Der Punkt ist aber, wenn du mit ein bisschen Abstand nochmal auf die Geschehnisse blickst und nach dem Geschenk darin suchst, wirst du dankbar sein. Denn du wirst erkennen, dass du dadurch stärker geworden bist und dass du daran wachsen konntest. Also, egal was das Leben für dich bereithält, such immer nach dem Geschenk und sei dankbar. Und die Dankbarkeit ist der vierte und somit auch der letzte Schlüssel des Heldenkeys. Diese vier Schlüssel, sie liegen nun in deiner Hand. Aber du musst selbst herausfinden, welcher Schlüssel für welche Tür passt. Du musst sie selbst aufschließen und durch sie hindurch in dein selbstbestimmtes Leben gehen. Aber du schaffst das, denn du wurdest als Held geboren. Du warst immer einer und wirst auch immer einer sein. Und ich wünsche dir all den Heldenmut dieser Welt und die Erkenntnis, dass Veränderung dein Leben erhält. Ich wünsche dir, dass du zurück zu deinem Ursprung kehrst und dem Kind in dir Raum zum Träumen gewährst. Ich wünsche dir, dass die Leichtigkeit dir Flügel verleiht, um alles zu schaffen, was sich im Leben ereilt. Ich wünsche dir die Dankbarkeit als Träumbegleiter, die dich immer daran erinnert, hey, es geht weiter. Und vor allem wünsche ich dir eins, dass du nie vergisst, dass du der Held deiner Geschichte bist. Dankeschön.